In Trebuswinkel haben die Frauen und Männer der Feuerwehr gefeiert und alle waren willkommen. Ein neues Fahrzeug wurde übergeben, um noch besser und noch rascher helfen zu können. Vor dem Feuerwehrhaus von Trebuswinkel wurde der neue Rüstwagen der Feuerwehr übergeben. Ein sehr hochwertiges, hochpreisiges Fahrzeug um 450.000 Euro, das ab sofort den Namen Ingrid trägt, weil die Ortsvorsteherin Stadträtin Ingrid Nachtelberger die Patenschaft übernommen hat. Die Freiwillige Feuerwehr hat mich darum gebeten und ich übernehme das sehr gerne. Ich habe das schon einmal gemacht und das ist eine Selbstverständlichkeit. Also wenn ich die große Ehre habe, das machen zu dürfen, mache ich es gerne. Ich möchte Ihnen dieses Fahrzeug, den Stolz unserer Feuerwehr, ganz kurz vorstellen. Die neue Ingrid wird vor allem bei technischen Hilfsleistungen eingesetzt. Hier haben wir gewisse Motorkettensägen in gewissen Größen und Ausführungen. Hier haben wir zwei Unterwasserpumpen, die wir auch öfters benötigen. Geräte von der Firma Hilt, also Akkuschrauber, Schlagbohrmaschinen, Winkelschleifer, Abschleppösen-Set für Fahrzeuge, wenn sie verunfallt sind, dass wir in verschiedenen Fahrzeugenmarken immer die richtige Abschleppöse mit haben. Einen großen Winkelschleifer, den wir auch brauchen, und eine noch größere Rettungssäge, einen großen Motordrehenschleifer auf dieser Seite hier. Wir haben in der zweieinhalbjährigen Amtszeit unter mir fast 3 Millionen Euro für das Feuerwehrwesen ausgewendet, an verschiedenen Fahrzeugen, die in den Dienst gestellt worden sind, einer Generalsanierung des Dreiskirchner Feuerwehrhauses. Aber jetzt hier in Trebuswinkel mit diesem großartigen Auto. Also hier auf dieser Seite vom Fahrzeug, in diesem Fach, haben wir einen hydraulischen Rettungssatz mit Spreizer und Schere. Dazu noch einen Stempel- und Pedalschneider, Glasmanagement zum Öffnen von Scheiben, wieder verschließen eigentlich, Bereitstellungsbahne dazu, eine Säbelsäge und notwendige HD-, C- und B-Schläuche. Das kann sich kein Kommandant Schöneres vorstellen, als mir ein neues Hilf 3 in Betrieb zu nehmen und so ein tolles Auto zu haben. Das ist natürlich Motivation auch in der Mannschaft, was auch sehr wichtig ist, dass man die Mannschaft motivieren kann. Und es unterstützt uns jetzt bei den ganzen Einsätzen, wird das Fahrzeug als erstes Fahrzeug ausfahren. Hier kommen wir nun zu dem Fach auf dieser Seite, auf den letzten Fach auf dieser Seite. Hier befindet sich alles für den Brandeinsatz. Hier haben wir B-Schläuche, C-Schläuche in allen Ausführungen, Feuerlöscher, wasserführende Armaturen, Strahlröhre in allen Größen, Hydroschilder zum Schützen von Objekten, wenn es rundherum brennt, Übergangsstücke und ein Reinigungsset. Sind die Feuerwehrvereingemeinde ganz besonders wichtig, nicht nur jetzt im Feuerwehrschutz oder im Schutz für die Bevölkerung, was auch bei Unfällen oder bei technischen Einsätzen ist. Die Feuerwehr hat einen sehr hohen kulturellen Stellenwert genauso. Und hier das HL3-Fahrzeug, was heute in Dienst gestellt wird, ist sicher ein Spitzenfahrzeug, was sicher im System des Unterabschnittes der Stadt Trebuswinkel ganz, ganz wichtig war, dass das Fahrzeug angeschafft wurde. Und da sind wir sehr stolz auf unsere Feuerwehren und die Übergabe zeigt auch, dass die Bevölkerung interessiert ist. Wir sehen, wie viele Menschen heute da sind. Auf der Rückseite des Fahrzeuges haben wir die sogenannte Einbaupumpe, mit dem Fahrzeugmotor betrieben wird. Diese Pumpe leistet 3000 Liter in der Minute bei 10 Bar, ist relativ sehr einfach für den Maschinisten aufgebaut, kann meistens mit einem Knopfdruck bedient werden, ganz einfache Bedienung. Hier wäre noch die Bedienung für den Lichtmast, für den LED-Lichtmast. Der doppelte Nutzen der Bevölkerung ist nicht nur, dass sie ein Fest haben, sondern auch, dass sie durch die Konsumation auf diesen dortigen Festen wiederum ihre eigene Ortsfeuerwehr unterstützen, die dieses Geld in die Sicherheit investieren. Und das ist ein perfekter Kreislauf, den wir als Stadt natürlich groß unterstützen, was das Finanzielle anbelangt, aber der im Kleinen sehr wichtig ist, weil es gegenseitigen Respekt und Anerkennung fördert. Für die Besucher, ob sehr jung oder alt, gab es viel zu sehen. Das Chrom blitzte, der Lack glänzte, die Kinderaugen strahlten. Die Feuerwehr fasziniert nach wie vor. Noch immer wollen viele kleine Buben Feuerwehrmann werden.